Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, viel Glück und Gesundheit. Und heute in diesem Video sprechen wir über die Oppo Enco X. Das soll kein Review sein, denn das Fast Review wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommen. Wir sprechen auf jeden Fall über die App, und zwar die App Hello Melody oder Hi Melody. Und ja, Oppo hat das am Anfang kurz vorgestellt gehabt, beziehungsweise sie haben gesagt, dass da bald eine App kommen wird und da könnt ihr quasi ja die Enkos natürlich verbinden. Ihr könnt da natürlich noch ein paar Einstellungen machen und so weiter. Das gibt es natürlich für Android, für iOS leider noch nicht. Ob da was kommt, weiß ich nicht. Aber wir schauen uns heute gemeinsam mal die App an und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht es los. So, da bin ich auch schon wieder und wir schauen uns natürlich jetzt mal die App an. Und zwar geht ihr natürlich hier ganz normal über den Play Store rein, gebt Hey Melody zusammen ein und schon habt ihr hier auch direkt die App. Und hier geht ihr natürlich drauf und ihr werdet direkt hier begrüßt. Das Ganze werden wir jetzt hier akzeptieren. Und genau, wir können jetzt das Ganze scannen, damit wir quasi unsere Kopfhörer finden. Und da mache ich jetzt natürlich die Klappe auf und gehe hier auf diesen Reset-Knopf. Bisschen länger gedrückt halten, so dass wir das Ganze koppeln können. Ja, das klappt doch ganz gut. So, jetzt gehe ich hier auf Scan. Genau. So, und hier wird auch schon direkt die Oppo Enco X angezeigt. Und da gehen wir natürlich direkt hier drauf. Und ich habe jetzt hier das Samsung Galaxy S20 FE, also die Fan Edition. Und hier werden wir auch schon direkt begrüßt. Das heißt, das Ding ist jetzt verbunden. Wir sehen hier direkt die Oppo Enco X Kopfhörer. Hier steht nochmal Device Connected. Das heißt, wir sind verbunden. Hier haben wir natürlich die Akkuanzeige. Das heißt, die zwei Earbuds sind jeweils mit 100% vollgeladen und das Case selbst mit 30% nur noch. Wir haben hier Firmware-Updates. Das heißt, hier bekommt ihr die ganzen aktuellen Updates. Ich habe natürlich die App auch auf dem Google Pixel 5 ausprobiert und da habe ich natürlich auch die App installiert gehabt und da habe ich auch schon ein Update bekommen gehabt. Also, das klappt eigentlich alles ganz gut. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt natürlich hier noch die Earbuds Controls, die Earbud Fit Test. Das heißt, hier könnt ihr bei dem Fit Test könnt ihr quasi so ähnlich jetzt wie bei den AirPods Pro von Apple, je nachdem welche Aufsätze ihr habt, könnt ihr quasi ja so einen Test durchführen, ob das Ganze gut klingt, ob das genau so gut passt, wie es sein soll. Und da könnt ihr so einen kleinen Test machen. Dann habt ihr hier natürlich noch Earbuds Controls, wenn ihr hier drauf geht. Die App ist jetzt halt auf Englisch. Ob Deutsch kommt, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist alles selbsterklärend und viel falsch kann man auf jeden Fall hier nicht machen. Genau, so jetzt haben wir hier natürlich die einzelnen, beziehungsweise die Earbuds. Hier können wir das Ganze kontrollieren, wie zum Beispiel hier Double Tap. Da könnt ihr hier auf der linken Earbuds oder auf der rechten Earbuds könnt ihr quasi aussuchen, was ihr mit dem Double Tap machen könnt, ob ihr vielleicht einen Track weiter überspringen wollt, ob ihr Play Pause machen wollt oder ob ihr zurückgehen wollt oder gar nichts machen wollt. Also es klappt eigentlich ganz gut. Dann habt ihr hier noch Triple Tap, also dreifaches Tippen. Da ist jetzt noch nichts eingespeichert. Da können wir zum Beispiel ja den Google Assistant jetzt in dem Fall aufrufen oder speichern. Und wir haben hier noch den Slide Control. Wie gesagt, mein Fast Review wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommen. Und was sliden bedeutet, einfach hier an den Earbuds einfach runter zu sliden. Da könnt ihr die Lautstärke ändern, hoch und leise, also beziehungsweise laut oder leise könnt ihr einstellen und genau auch wieder hier links oder rechts und hier könnt ihr natürlich wieder einstellen. Ihr könnt auch hier ein Musiktrack weitergehen per Sliden oder per Switch, je nachdem. Das klappt eigentlich alles ganz gut und wir haben hier noch Touch and Hold. Das heißt, wenn wir die Earbuds gedrückt halten, länger gedrückt halten, dann könnt ihr quasi ja in den Transparenzmodus gehen oder ihr könnt das Noise Cancelling ausschalten oder halt auch einschalten oder ihr könnt den maximalen Active Noise Cancelling könnt ihr einschalten. Da wird das Ganze noch mal ja besser, aber alles im Review natürlich. Dann gibt es hier noch Long Touch and Hold, das heißt, ihr könnt es auf jeden Fall länger halten. Dann wird ihr quasi
Ja, von Gerät zu Gerät überspringt ihr quasi das Ganze. Das heißt, ihr könnt rumswitchen. Ja, das ist eigentlich die App, eigentlich total einfach. Hier oben links habt ihr natürlich noch alle anderen Geräte. Das heißt, wenn ihr alle anderen Oppo-Geräte habt, beziehungsweise TWS-Kopfhörer, könnt ihr hier alles ja, registrieren und ihr könnt dann einfach hin und her switchen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Die App läuft auch sehr flüssig, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Gibt es leider nur für Android. Ob iOS kommen wird, kann ich leider noch nicht sagen. Ich hoffe es zumindest, denn die Kopfhörer laufen natürlich auch mit iOS, also auch mit dem iPhone, und das klappt wirklich sehr gut. Und ja, so viel dazu. Das ist die Hello oder beziehungsweise die Hey Melody App. Ja, der Name ist ein bisschen komisch. Also derjenige, der sich damit nicht auskennt, der wird wahrscheinlich die App niemals bekommen. Und ja, hier wünsche ich mir wenigstens, wenn man hier die Kopfhörer verbinden lässt, dass es quasi so ein Pop-up gibt. Hier lad mal dir die Hey Melody App runter. Vielleicht kommt noch ein Update, mal schauen. Ja, ansonsten ist es ganz nett. Wie gesagt, die iOS-User müssen noch ein paar Tage, Wochen, Monate warten wahrscheinlich. Aber für Android ist es kein Problem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut. Ciao.